Erfolgreich miteinander, ideenreich lernen. Fügt man die Anfangsbuchstaben dieses Mottos aneinander, kommt Emil raus. Emil ist das Synonym für die evangelische Mittelschule in Schneeberg. Mit einem Projekt namens Zukunftswerkstatt macht die Schule gerade wieder von sich reden. Und nichts, so sind bei Emil alle überzeugt, gibt das Credo besser wieder als dieses Projekt. Es geht darum, dass die Schüler selbst überlegen, was kann ich eigentlich für meine Zukunft tun? Was kann ich tun, dass damit unsere Welt sich ein bisschen verbessert, damit auch in 20 Jahren unsere Kinder auch noch ihr Leben können. Und da gab es die unterschiedlichsten Ideen und wir haben nur gestaunt, was da die Schüler alles für Ideen hatten. Und daraus entwickeln sich gerade Projekte. Als Grundlage für diese Projekte haben sich die Schüler die 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen zurechtgelegt. 5 Themen daraus wollen sie nun in ihren Zukunftsprojekten nachgehen. Nachhaltig konsumieren zum Beispiel. Darum, warum nicht aus alten Kleidungsstücken etwas Neues machen? Das fördert gleichzeitig die Kreativität beim Designen und handwerkliche Fertigkeiten beim Nähen. Biologie, Ökologie und ebenfalls Handwerk sind bei einem Bienenhotel gefragt. Es gibt kleine Projekte, was kann ich an der Schule tun, zum Beispiel beim Essensplan, was kann man da vielleicht verbessern, ne? Wie kann man hier Wasser sparen an der Schule, das sind so kleine Sachen. Oder wie kann ich ein Schulbeet anlegen, um vielleicht auch Schülern, die in der Frühstückspause mal Obst, Gemüse fehlt, was zu geben, ne? Das geht in die Richtung. Aber manche Schüler denken auch ein Stück weiter in Richtung Energie, wie kann ich vielleicht Energie sauberer machen und ja, gibt ganz Verschiedenes. Und wird mal etwas nicht in einem Schuljahr fertig, kann oder will nicht abgeschlossen werden, dann könne man es auch an die nachfolgenden Siebklässler weiterreichen. Auch sie sollen dann in 4 Schulstunden pro Woche aktiv an unser aller Zukunft schrauben oder tüfteln. Verliert man damit nicht viel wertvolle Unterrichtszeit? Nein, überhaupt nicht. Also gerade heute schreiben wir E-Mails, ne? Also wir suchen Ansprechpartner und versuchen mit den Ansprechpartnern da also erste Kontaktdaten herauszufinden. Und die Schüler sollen E-Mails schreiben. Wie schreibe ich eine höfliche Anrede? Wie stelle ich mich vor? Wie spreche ich? Und so weiter. Und des Weiteren sollen sie dann auch Telefonate führen, ne? Also das sind alles Themen, die natürlich auch im Lehrplan des Faches Deutsch stehen. Von da greift man da auf Klimawandel, Nachhaltigkeit, das sind Themen der Geografie, ne, die man da also nutzt und da werden dann die Stunden gleich mit investiert. Genügend Personal habe man, sagt Lehrerin Vicky Lötsch von der Emil. Trotzdem baue man auch hier auf ehrenamtliche Arbeit. Eltern oder Großeltern seien gefragt, mitzuhelfen. Und das habe sogar recht guten Anklang gefunden. Bis zum Schuljahresende ist zwar noch etwas Zeit, dorthin vorausgeschaut, sollte sich dann aber schon etwas Vorzeigbares ergeben haben. Was erwarten die Lehrer? Die ersten Projekte, die tatsächlich auch Ziele erzielen. Natürlich, wenn man jetzt ein Schulbeet anlegt, wird man nicht gleich ernten können, das dauert. Ne? Aber es wäre natürlich schön, wenn man da schon erste Resultate sieht. Ne? Zum Beispiel hat auch eine Gruppe aus alten Klamotten, die man eigentlich wegwirft, was Neues machen. Und da kann man sicherlich auch schon was sehen. Dafür lohne es sich allemal, die Stunden zu investieren. Zudem hole das Projekt auch die Praktiker ab, denen theoretische Wissensvermittlung im Unterricht überhaupt nicht liege. Das ist auch die Idee dahinter, aktiv etwas tun, statt sich berieseln zu lassen. Emil ist auf dem Weg hin zu neuen Formen des Unterrichts.